Greifen Sie Ihren Enkel an, Sir! Verstanden. Das Empfangskomitee. Stellen wir uns vor. Wo sind meine Mannschaften? Ist der Ajak in der Schusslinie? Nein! Scheiße! Noch ein Kampfschiff übrig! Vorsicht, ich erfasse zwei Asse! Verstanden! Das Empfangskomitee! Stellen wir uns vor! Wo sind meine Asse? Da sind immer noch Ziele. Ausschalten! Jag weiter das Geld aus! Uiuiui! Einer erledigt, boah. Einer übrig. Ethan, war's das? Bestätigt. Asse ausgeschaltet. Gut geschossen. Das war's. Station gesichert. Danke für die Hilfe, Ethan. Das ist meine Aufgabe, Mann. An alles Gas. Zurück zur Retribution. Tower bereit für Verkehr. Ethan, Ende. Tower, hier 1-1. Wir nähern uns. Roger. Jackals haben Landeerlaubnis. 1-1. 1-2 im Anflug. Ausrichten für Hilfsdrohne, Captain. Fahrwerk ausgefahren. Eingerichtet, 1-1. Willkommen zurück. So, das ist Call of Duty Flugmodus gesehen. Weltraumus, so geil. Weitere Neuigkeiten nach dem heutigen schrecklichen Angriff auf Genf. Uns liegen Berichte über einen gezielten Schlag der SATO-Truppen gegen eine Geheimkonferenz der SDF-Anführer vor. Unseren Quellen zufolge wurden hochrangige SDF-Führungskräfte von einem Elite-Scar-Team angegriffen und eliminiert. Gleichzeitig blockieren SDF-Flottenbewegungen weiter den Fluss von externen Ressourcen zur Erde.
Ohne diese Ressourcen sinken die Chancen zur Reparatur der beschädigten Sato-Schiffe dramatisch. Das war Jerome Davis für IW News. Frieden? Nach dem, was sie getan haben? Mann, der hat sie doch nicht so, alle. So, wir haben den Flugmodus gesehen. Ja, Weltraum wäre auch cool gewesen. Also, ich schließe ab und tschüss.